Hallo und willkommen auf den Alpha Cool Channel. Mein Name ist nicht Nathanael, ich heiße Eduard und ich stelle heute euch ein ganz neues Produkt vor, weil das Problem mit Nathanael war, wenn er das machen würde, er käme nur aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus und würde euch gar nicht mehr erklären, was man damit alles machen kann. Um was es genau geht, es geht um den Eiskoffer. Damit könnt ihr nicht euren PC zur LAN-Party schleppen, eure Freundin könnt ihr darin auch nicht verstauen, aber ihr könnt damit alles machen, was man mit Hardtubes machen kann, nämlich die diversesten Formen biegen. Und ich mache das Ganze mal auf. Ja, schwer. Einen kurzen Blick rein. Da ist quasi alles drin, was der ambitionierte Hardtube-Bieger benötigt. Wie das Ganze funktioniert, wird euch Stefan Blass vorstellen. Viele kennen euch ihn von barbetech.de. Und ja, Stefan. Hi. Ich bin Stefan und ja, ich biege öfters Rohre. Er wird euch gleich in Detailaufnahmen zeigen, wie das Ganze funktioniert, was man alles mit diesem Set hier machen kann. Wir werden noch eine kurze Bilderstrecke am Ende des Videos haben, wo nochmal alle Teile nochmal kurz gezeigt werden, damit ihr so einen kurzen Überblick kriegt. Aber ansonsten denke ich, ist es viel sinnvoller, wenn wir euch das Ganze im Einsatz zeigen, womit wir dann jetzt gleich starten werden. Ich wünsche viel Spaß beim Zugucken. Die Hände, die ihr sehen werdet, sind von ihm und ja, übrigens, wenn ihr mal coole Mods sehen wollt, unbedingt auf babetech.de vorbeischauen. Ist grandios. Bis dann.
Ich hoffe, wir konnten euch den Koffer ein bisschen näher bringen und ein bisschen erklären, was man damit alles machen kann. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, hier unten drunter ist das Handbuch dazu verlinkt. Da gibt es nochmal, ja, es ist halt ein richtiges Buch. Da gibt es nochmal Tonnen von Informationen, wie und was man alles machen und verwenden kann. Ja, und wie ihr seht, man kann hier auch richtig coole Sachen formen, biegen und bei dem ganzen Ding richtig viel Spaß haben. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Da wird euch wieder Nathanael begrüßen. Und man sieht sich.